Hey, das mit deinen Papieren läuft. Hey, Wachkoma oder was? Okay. Hier sind deine 5 Riesen, ich will das Armband zurück. Hör mal, das Ding ist mindestens das Doppelte wert. Ja, das mag ja sein. Aber dennoch rate ich dir, meinen Preis zu akzeptieren. Sag mal, soll das eine Drohung sein? Ja? Das hier ist mein Territorium. Und ich bin ja nicht allein. Ich habe Freunde und ihr könnt das Leben zur Hölle machen. Also verpiss dich! Ein Kinderspielplatz, wow. Und irgendwelche Leute sehe ich hier auch nicht. Und das Typen, wie du Freunde haben, glaube ich auch erst, wenn ich sie sehe. Jetzt pass mal auf, Django. Du machst mir hier ganz schnell einen Abgang. Ich hab's dir einmal im Guten gesagt. Beim nächsten Mal werde ich ungemütlich. Kapiert? Sag, hörst du euren Mann? Ja, ich bin total irre. Und deswegen rate ich dir, leg dich nie wieder mit mir an. Und jetzt gib mir das Armband. Okay. Dankeschön. Justus, na endlich. Bitte können Sie diesen Typen hochkant rauswerfen, danke. Sehr wohl. Sie haben Fräulein Wolf gehört. Würden Sie bitte umgehend das Anwesen verlassen, ja? Ich bin noch nicht fertig. Kim, jetzt hör mir noch mal zu, bevor du mir deine Leibgarde auf den Hals hältst. Warum sollte ich? Weil ich habe mich benommen wie ein riesengroßes Arschloch. Ja, hast du. Und ich wollte mich dafür entschuldigen. Ja? Ich wusste nicht, dass das Armband so viel wert ist. Moment mal. Sie haben das Armband von Gräfin Tanja... gefunden, Justus. Danke. Bitte. Ist okay. Sie können gehen. Und er sah ja ganz schön grimmig aus. Warum hast du das mit dem Armband gemacht? Weil ich dachte, dass du so ein verzogenes Mädchen bist, ihm alles egal ist. Und es tut mir leid. Ich weiß, dass es voll daneben war. Hier. Sag mal, könntest du mich vielleicht aus der Nummer raushalten? Du klaust mir 150.000 Euro und ich soll so tun, als wäre nichts gewesen. Aber ist doch wieder da. Ist alles okay. Ist alles entspannt. Es ist überhaupt nichts entspannt. Und ich weiß auch, wovor du Angst hast. Ich habe keine Angst kapiert. Du reist hier mit einer blonden Perücke ein, hast aus Versehen den Ausweis von deinem besten Freund dabei, klaust, kriegst bei Frau Schneider unter. Ja, und hast irgendwie Probleme, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Du bist illegal in Deutschland. Und wenn das alles auffliegt, dann droht deine Abschiebung. Habe ich recht? Und nach Venezuela ging's nach Mallorca. Und du bist geflohen? Ganz alleine? Auf einem Bananenkutter im Lagerraum. Ich und 2 Taranteln. Oh. Okay. Am Anfang war es echt hart. Ich habe meine Mama und meine Geschwister wahnsinnig vermisst. Aber auf Mallorca hatte ich einfach die schönste Zeit meines Lebens verbracht. In Caracas hatte ich vorwiegend Feinde und auf Mallorca habe ich Freunde gefunden. Das ist wirklich eine traurige Geschichte mit Venezuela. Aber was ich nicht so verstehe, wenn es dir so auf Mallorca gefallen hat, was machst du denn hier? Ich bin ausgewiesen worden. Also musste ich flüchten oder zurück ins Ghetto von Caracas. Und da hat mir Timo seinen Pass gegeben. Und so habe ich es überhaupt erst bisher geschafft. Also. Ja, aber es läuft doch ganz gut. Du hast einen Job im Schneiders. Den ich verliere, wenn ich die Papiere nicht vorlegen kann. Ganz schön ineinander getäuscht, hm? Anscheinend, ja. Du, ich kann das mit Tanja klären, da bist du aus der Armbandsache raus. Nein, ich mach das schon. Ich möchte nicht, dass du abgeschoben wirst. Danke. Danke auch fürs Zuhören. Bis bald vielleicht. Ach, und noch was, Prinzesschen. An Bord waren keine Taranteln, da war nur ich. Ich habe das nur erzählt, um die Geschichte spannender zu machen. Aber der Rest stimmt. Also, bis bald. Na, Etelhütte? Hey, schön, deine Stimme zu hören, Timolin. Ja, du fehlst mir auch, Knopfaure. Wie läuft's denn bei dir? Du, ich habe dir gestern deinen Pass zugeschickt, aber leider noch keine neuen Papiere. Ach, Mist. Hast du nicht die Möglichkeit, die irgendwoher zu besorgen? Ja, ich bin gerade dran, aber langsam gehen mir die Ideen aus und vor allem die Kohle. Wie ist es bei dir? Ach, meine Mutter hat Jan abgeschossen und Ricardo gleich mit. Was? Im Ernst? Also, dass deine Mutter mit ihrem Bruder hält. Ey, jetzt halt mal den Beiflach.
Ich muss dir noch was anderes sagen. Lass mich raten, du bist jetzt mit Leonie zusammen. So ein Quatsch. Jetzt hör mal zu. Mein richtiger Vater, Tim Sander, der ist wahrscheinlich ermordet worden. Was? Woher weißt du das? Ist auch egal. Auf jeden Fall, im Internet steht nichts Brauchbares, außer dass er in Düsseldorf gewohnt hat. Hier? Na, sieht so aus. Naja, und jetzt wollte ich dich fragen, ob du dich vielleicht mal umhören kannst. Ich meine, wenn er wirklich ermordet worden ist, dann war es vielleicht eine spektakuläre Sache und ein paar Leute wissen davon. Klar, kann ich machen, aber was soll das bringen, hä? Emilio, ich will einfach nur wissen, was passiert ist. Okay. Danke, Mann. Schade, dass du jetzt nicht hier bist. So, es geht mir genauso, also. Adios, ja?